herzlich willkommen zur Premiere von Latest Lecture. Latest Lecture ist ein neues Format von Alumni Uni Graz, also dem Netzwerk der Absolventen und Absolventinnen der Universität Graz. Und mein Name ist Helmut Jungwirt und ich moderiere diese Veranstaltung, wobei eigentlich moderiere ich diese Veranstaltung ja gar nicht, sondern ich darf heute das machen, was ich am liebsten mache, und zwar Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Löcher in den Bauch fragen. Und heute geht es um das Thema Healthy Aging und Altersforschung. Und aus diesem Grund habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Und zwar die Kulturwissenschaftlerin Ulla Gribernek, herzlich willkommen, und den Molekularbiologen Didac Carmona Gutierrez. Richtig ausgesprochen? Gut, ihr habt nie Spanisch in der Schule gehabt. Gut. Ich werde jetzt eine Stunde die beiden mit Fragen bombardieren, aber nicht nur ich, denn Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, denn im Livestream haben wir eine Chatfunktion. Und ich würde Sie bitten, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, das in diese Chatfunktion reinschreiben, denn ich habe hier auf meinem Platz einen Computer, sehe, was Sie da reinschreiben. Und dann habe ich auch noch zwei nette Kolleginnen von Alumni Uni Graz, und zwar Carmen Deubenbacher und Tanja Baumgartner, die mich dann mit Fragen versorgen, sollte ich irgendwas nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich gehe jetzt einmal auf meinen Platz, dann sitze ich so gemütlich wie ihr. Jetzt bin ich kein großer Fan von großen Vorstellungsrunden, wo man den Lebenslauf von oben bis unten durchgeht und von unten nach oben. Ich würde das ganz gerne ein bisschen anders machen und so, dass ihr euch selber vorstellt. Und ihr habt mir überlegt, wir könnten ja einen Wordrap machen, wo ich euch fünf Begriffe gebe, fünf Hashtags, und ihr sagt einfach, was euch dazu einfällt. Aber so ganz so leicht will ich es euch auch nicht machen. Ihr habt nur einen, maximal zwei Sätze Zeit, um das zu beantworten und was euch einfällt. Ihr habt die Karte dann vorbereitet. Ich würde sagen, Didac, wir beginnen mit der Ulla. Okay, gut. Also, der erste Begriff wäre Hashtag Studium. Liebe Ulla, was fällt dir zu dem Begriff ein? Ich nehme an, du meinst, was ich studiert habe, und das ist Anglistik und Amerikanistik sowie Germanistik in Graz und in Dublin. Und das war lang, lang her, und ja, es war toll. Ist das ein Studium oder sind es mehrere Studien? Das ist ein Studium, ja. Das okay. Ist ja bei uns kombinationspflichtig. Genau. Lieber Didac, zu dir, Studium? Ja, Studium verbinde ich mit einer schönen Zeit, einer bewegten Zeit. Ich habe selber Biochemie in Deutschland und in den USA studiert und bin dann hier für die Doktorarbeit in die Gruppe von Frank Maddeo gekommen, vor circa 15 Jahren. Gut, das verbindest du mit deinem Studium? Das verbinde ich mit meinem Studium. Schöne Zeit, viel lernen? Viel lernen auch natürlich, ja. Ja, sagst du. Alles zusammen. Ich glaube wieder eh nicht. Zweiter Begriff wäre jetzt, ich würde jetzt sagen, machen wir es direkt nicht so leicht, sonst wartet einfach auf deine Antwort. Beginnst du jetzt? Wissenschaftsdisziplin? Molekularbiologie. Also Molekularbiologie ist entscheidend dafür, die Prozesse zu verstehen, die in der Zelle passieren, die Funktionen. Und dadurch kann man auch Krankheiten verstehen, man kann Medikamente entwickeln. Ja, ist wie ein Schlüsselloch ein bisschen, wo man ein bisschen den Zellfunktionen in die Karten schauen kann. Das ist spannend. Jetzt hocke ich ein bisschen nach, du hast Biochemie studiert, jetzt Molekularbiologie. Kann man da einfach so wechseln? Ja, also Biochemie, Molekularbiologie, das überschneidet sich viel, Zellbiologie auch, das heißt also, ja, da gibt es viele, viele Überschneidungen. Okay. Liebe Ulla, Wissenschaftsdisziplin? Ja, ich bin dankbar für die Frage, weil ich bin gerade dabei, eine aufzubauen, eine neue, und zwar die Alterns- und Care-Forschung, die interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung, die es in Graz so noch nicht gibt. Es gibt die Aging Studies prinzipiell, aber wir sind jetzt dabei, mit dem neuen Zentrum eine Disziplin zu etablieren, und das ist sehr spannend. Das heißt, du baust dir quasi deine eigene Wissenschaftsdisziplin. Ja, wir bauen gemeinsam mit meinem Kollegen Klaus Wegleitner, der Public Health Experte ist,
und Care-Ethiker auch. Also wir bauen gemeinsam diese Aging and Care Studies und möchten gern wirklich interdisziplinär über das Altern nachdenken, weil wir glauben, das geht nur interdisziplinär. Entschuldigung, eine Frage, interdisziplinär, was versteht man unter interdisziplinär? Ja, wir versuchen, wir streiten, wir tauschen uns aus und wir werden das ja heute genauso machen, Dieter, über das Altern nachzudenken. Ich hoffe auch so streiten. Das werden wir sehen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Podiumsdiskussion, wo sich alle einig sind. Also es wäre schön. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, das ist ganz klar. Mhm. Ja, das Interdisziplinäre, um das noch kurz fertig zu sagen, das kommt dann raus, wenn man wirklich lange, lange die eigenen Linsen, durch die man schaut, übereinander legen kann und aus verschiedensten Gebieten dann sozusagen best of vielleicht rausholen kann und das Altern versucht zu verstehen aus mehreren Blickwinkeln. Okay. Ich hoffe, wir werden das Altern oder die Altersforschung nach dieser Sendung auch ein bisschen besser verstehen, dann passt ja eigentlich perfekt, machen wir wieder mit dir weiter, der nächste Hashtag, Berufsbezeichnung. Das kommt auf den Kontext immer an. Also jetzt bezeichne ich mich heute als Alternsforscherin, aber manchmal bezeichne ich mich auch als Amerikanistin. Das ist meine Venia Docendi, also ich bin im Prinzip Amerikanistin auch. Jetzt habe ich genau zugehört, du sagst nicht Altersforscherin, sondern genau. Du sagst Alternsforscherin. Wieso Alternsforscherin? Ja, der Unterschied für uns ist, dass wir das Altern über den gesamten Lebensverlauf hinweg anschauen. Also quasi wirklich von der Kindheit bis eben ins hohe Alter, bis zum Tod. Und es geht uns darum, die Identitätsfragen, die sich da stellen, die mit dem Altern zusammenhängen, über die ganze Lebensspanne hinweg zu analysieren und zu untersuchen. Es geht uns nicht nur ums hohe Alter. Wie schaut das bei dir aus, Dieter? Berufsbezeichnung? Ja, ich würde sagen Forscher. Ich würde sagen, dass grundsätzlich das Forscher. Mein Wunsch wie ein kleiner Bub war, ich möchte Forscher werden. Aber ich meine, Forscher ist natürlich sehr weit gegriffen, natürlich speziell jetzt im Bereich Molekularbiologie. Aber Forschung an sich ist halt einfach eine Reise, kann man sagen, eine kollektive Reise, auch mit anderen Forscherinnen und Forschern natürlich international, aber auch im Labor. Und es ist natürlich spannend, wie du auch sagst, von Kind auf, es hat was in die Richtung auch. Also man versucht natürlich Unentdecktes zu entdecken, das ist spannend, aber auch natürlich Dogmen, die vielleicht etabliert sind, zu hinterfragen. Das gehört auch zur Forscheraktivität. Und das ist also bleibt immer spannend eigentlich und immer neu. So, jetzt bin ich ein bisschen strenger, jetzt werden wir das ein bisschen abkürzen, weil das sind nicht ein oder zwei Sätze, die ihr antwortet. Naja, ich frage immer dazwischen, muss ich auch zugeben. Machen wir mal den nächsten Begriff, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, den ganz kurz zu beantworten. Also wirklich nur in einem oder zwei Sätzen. Dirk, wieder zu dir. Ewiges Leben. Also ich kenne keinen Organismus, der unsterblich ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich nur einen Satz habe, Doppelpunkt. Also ja. Ist immer noch ein Satz. Es geht hier nicht so sehr um ewig, sondern es geht wirklich eher um gesund. Also es geht nicht unbedingt um Lebensspanne bei dem, was wir machen, sondern eher um die Gesundheitsspanne, also die Zeit, in der wir gesund bleiben. Punkt. Mit deinen Sätzen ist gut, dass du Naturwissenschaftler geworden bist und nicht Germanist. Lauter Beistriche. Ja, lauter Beistriche, Doppelpunkt. Bindestrich. An die Regel. Du kriegst jetzt von mir einen anderen Begriff, und zwar Hashtag ewige Jugend. Ja, natürlich ein Traum vieler. Wenn man den Begriff allerdings in der Literaturwissenschaft anschaut, und ich verknüpfe Alters- und Literaturwissenschaft, dann geht es nie gut aus, diese Suche nach der ewigen Jugend. Also das endet immer in einer Krise, in einer Bestrafung, wenn man danach strebt. Punkt. Okay, danke. Jetzt kriegt es drei Sätze. Hashtag deine Forschung. Was können wir uns darunter verstehen? Das ist in meinem konkreten Fall Literatur und Kulturwissenschaft. Also ich schaue mir Bilder in Filmen an, ich schaue mir literarische Texte an und erforsche die kulturellen Repräsentationen. Also wie ist das Altern dort erzählt und dargestellt. Und das ist eigentlich die kleinste Definition, die ich da jetzt so zusammenbringe. Es ist ganz schwer, das so kurz zu sagen.
Und sie macht Spaß. Jetzt möchte ich nachhaken, weil ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben ein Interview miteinander gemacht, das wir auf Instagram dann gepostet haben. Und da hast du nach dem Interview einen ganz entscheidenden Satz für mich gesagt. Und zwar, es ist so, dass gerade Altersheimromane so boomen. Stimmt das noch immer? Das stimmt noch immer, allerdings ein Subgenre des Altersheimromans, der Altersheim-Ausbruchroman. So wie der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das ist, glaube ich, der bekannteste. Ja, die boomen tatsächlich. Also das ist etwas, wo wir uns anscheinend gern damit identifizieren, mit diesen mutigen Figuren, die dann das Leben neu entdecken und in die Hand nehmen und aus dem Heim abhauen. Ja. Was mich jetzt interessiert, ist jetzt die Zielgruppe, sind das jetzt ältere Menschen oder lesen das auch junge Menschen? Ich glaube, ganz junge weniger. Also meine Studierenden müssen teilweise, und die genießen das dann auch, die finden das spannend und lustig, aber ich glaube, die Zielgruppe sind schon eher mittelalterliche bis ältere Menschen, um das ganz unwissenschaftlich jetzt mal zu formulieren. Ja, das kommt gut an, auch die Filme. Und Altern in Filmen und Büchern ist ja Gott sei Dank jetzt viel sichtbarer, als es vor langem, ja, von nicht allzu langer Zeit noch war. Aber du hast noch nie einen Studierenden gehabt, dessen Oma oder Opa ausgebüxt ist aus dem Altersheim, oder? Nicht, dass ich wüsste, ne? Okay. Dirk, ja. Deine Forschung? Meine Forschung, die beschäftigt sich mit einem anderen Teil der Altersforschung sozusagen. Da geht es eher um die fundamentalen Prozesse, die sozusagen molekular stattfinden in der Zellalterung, in der Alterung des Körpers. Und die sind halt extrem stark verbunden natürlich mit altersassoziierten Krankheiten, die dann im Alter dann mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Also mit dem beschäftige ich mich, mit diesen fundamentalen Prozessen und wie können wir sie vielleicht auch beeinflussen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt oder zum letzten Hashtag. Für mich ein sehr sympathischer und den ich sehr, sehr positiv wahrnehme. Und zwar, das ist Hashtag Ruhestand. Didak, was verbindest du damit? Ich denke, dass ich als älterer Mann mich weiterhin ziemlich leidenschaftlich mit der Altersforschung beschäftigen werde. Und ja, ich sehe das so, dass ich hoffentlich gesund sein werde, viele Reisen unternehmen werde, viele Enkelkinder, mit denen ich spielen kann. Und natürlich einfach die Vorzüge auch, die es im Alter gibt, viel Zeit, Erfahrung einfach genießen kann. Das verbinde ich mit Ruhestand. Ja, ich weiß ja, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, für die ist das furchtbar, in den Ruhestand, dass sie das Labor räumen müssen, die können sich das nicht vorstellen. Ist das jetzt eher Horrorszenario, dass du dann raus musst, zusperren musst und nicht mehr mikroskopieren kannst oder eher so, das ist der Weg dorthin? Nein, ich sehe es ja auch so, dass die Altersforschung für mich ist ja auch, hat ja auch einen direkten Einfluss auf mein eigenes Leben und das wird es auch weiterhin haben nach dem Ruhestand. Also ich sehe jetzt nicht, dass ich beim Ruhestand aufhören werde mit dem, was mich jetzt interessiert in meiner Arbeit. Also ich sehe da keinen Bruch. Ich werde mich weiter dafür interessieren, aber natürlich auch andere Sachen genießen, wahrscheinlich mehr Zeit auf jeden Fall. Ja. Nachdem wir beide sehr spät Väter geworden sind, weiß ich ja, was wir im Ruhestand machen müssen. Das heißt, wir werden uns auch da noch mit unseren Kindern sehr stark beschäftigen. Das heißt, unser Ruhestand wird dann noch sehr aktiv sein. Ulla, Ruhestand? Ich mache es kurz. Also immer mit der Vorsilbe un versehen natürlich und immer im Wohlverdienten. Gehört auch immer dazu, wenn man den Ruhestand erwähnt. Oder immer im wohlverdienten Unruhestand. Das ist eigentlich ein Wortkonglomerat, das so zusammengehört. Ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich kann mir gut vorstellen, gerade jetzt in dieser stressigen Semester-Anfangszeit mit März, wo noch die Lehrveranstaltungen wieder beginnen, kann ich mir gut vorstellen, in Ruhe wo zu sitzen und ein Buch zu lesen und nicht drüber schreiben zu müssen. Aber ich weiß nicht, wie es mir dann geht, wenn ich tatsächlich nicht mehr arbeiten darf sozusagen oder soll. Das kann ich mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist für viele. Ja. Schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an. Vorstellung für mich perfekt gelöst. Ich bin jetzt ein bisschen schlauer geworden. Wir haben heute das Thema Healthy Aging, Altersforschung oder Alternsforschung. Wir haben zwei unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen,
Ich bin ja auch Molekularbiologe. Für mich war immer Altersforschung ganz klar mit Naturwissenschaft behaftet, ob das jetzt die Molekularbiologie ist, ob das jetzt die Pharmazie ist oder die Medizin. Die Kulturwissenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst dann wirklich am Radar gehabt, wie wir beide angefangen haben, die Videos zu drehen. Und das war für mich spannend, so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Was ich ganz gerne hätte, ist, wenn du mir, so wie du mir jetzt, den Zusehern und Zuseherinnen, so ein bisschen deine Sicht von der Altersforschung oder wie die Kulturwissenschaft oder wie du in der Kulturwissenschaft die Altersforschung oder Alternsforschung definierst. Ja, wir wissen natürlich immer, dass es die naturwissenschaftliche medizinische Alternsforschung gibt und wir denken, ihr könnt es gar nicht ohne uns, aber ihr glaubt das anscheinend. Nein, ich glaube, dass man wirklich nur gemeinsam darauf hinschauen kann. Und was wir eben analysieren, sind gesellschaftliche Diskurse. Wie wird über Altern gesprochen? Ist es defizitär oder ist es positiv konnotiert? Dann schauen wir eigentlich an, und das ist so die Grundprämisse unserer Forschung, dass Altern genauso eben wie Gender eine soziale und kulturelle Konstruktion ist. Also Altern ist nicht einfach das so und so biologisch determiniert, sondern Altern ist auch ganz, ganz stark kulturell und sozial determiniert. Das heißt, wir schauen eben auf diese Diskurse, auf diese Prozesse. Altern ist einfach ein Teil sozialer Praxis und das schauen wir uns an. Naja, aber wo ich schon dagegen halten muss, ist... Das Altern ist insofern ja auch sehr stark biologisch bestimmt, weil wenn ich jetzt mir anschaue, wie ich mit 30 herumgehupft bin und wie ich jetzt mit 50 herumhupfe, dann ist es ganz klar so, dass mein Körper nicht mehr kann. Wir haben viel Fußball gespielt, unmöglich, kann ich nicht mehr, weil er so faul war und mich immer gefault hat. Und also ich kann gar nicht spielen. Die Schmerzen habe ich noch immer. Nein, aber das funktioniert alles nicht mehr. Das muss ja einen Grund haben, warum das bei uns in der Gesellschaft so auf diese Naturwissenschaft bezogen ist. Ja, wenn du sagst, das funktioniert alles nicht mehr, dann ist das ein Narrativ. Das ist eine mögliche Art und Weise, dein Leben zu interpretieren. Du könntest natürlich auch sagen, wenn du das jetzt positiv darstellen willst oder positiv sehen willst, vielleicht hast du was anderes gewonnen. Vielleicht kannst du was anderes jetzt, dass du mit 30 Schmerzen hast gewonnen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt, bei mir ist es so, wenn ich jetzt 12 Stunden durchschlafe, was eh selten vorkommt, aber am Wochenende mal, und ich will dann aufstehen, dann Schmerzen, Kreuz, dem was positiv abzugeben. Ich kann natürlich sagen, super, ich bin jetzt ausgeschlafen, aber ich brauche 2 Stunden lang, bis ich aufrecht gehen kann. Also dem was abzugewinnen, ist natürlich auch schwer. Aber das ist genau das Problem eigentlich, dieses gesellschaftliche Verfallsnarrativ, das wir so stark in unseren Köpfen verankert haben, dass Altern immer nur Verschlechterung bedeutet. Es kann auch sein, dass du mit 30, ich bin mit 30, habe ich einen schweren Unfall gehabt und habe Knieschmerzen gehabt und habe gedacht, ich werde nie wieder gescheit gehen können. Ich kann jetzt Dinge, die ich mit 40, mit 30 nicht mehr konnte wieder. Ja? Also man kann es natürlich auch umkehren. Natürlich ist es so, das glaube ich halt jetzt einmal, dass ihr das schon so beweisen könnt, auch was ich nur so sage, dass es eine gewisse Art des biologischen Verfallsprozesses in Zellen vermutlich gibt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir unser Altern, unser Älterwerden auch mit 50 genauso positiv sehen können und genießen können. Ich habe eine Tante, die ist jetzt 89, die wird heuer 90, die hatte sehr schwere Krankheiten, ist aber jetzt wieder gut benannt. Die habe ich gefragt, wann in ihrem Leben es ihr am besten gegangen ist. Und sie hat gesagt, jetzt, ich habe von nichts Angst, ich bin zufrieden und es geht ihr total gut. Also ich glaube, es ist genau diese Betonung des Verfalls, des Schmerzes, auch die Witze, die wir machen, wenn man kurz einmal was vergisst, ja, jetzt habe ich schon Demenz, ja. Das sind alles altersfeindliche Witze eigentlich. Ja, das ist in unseren Köpfen so stark drinnen, dieses Verfallsnarrativ. Wenn wir aber darauf schauen würden, was wir gewonnen haben, was wir genauso gut noch können oder was sogar besser geworden ist, bin ich mir sicher, dass uns was einfällt. Aber es ist eben nicht die Konvention, ne? Das ist nicht die Praxis, das ist nicht die soziale Konvention, das so zu sehen. Ja, das stimmt. Ja? Kann jetzt nichts mehr sagen. kann jetzt nicht mehr kommen. So wie ich das verstehe, Ulla, sagst du ja auch, dass es nicht nur biologisch ist. Ne? Genau. Also dass man einfach die verschiedenen, auch wie man das Alter sieht, dass man es nicht reduziert auf diese. Das ist der Punkt. Das würde ich auch als Molekularbiologe unterschreiben. Also
Es ist eben nicht nur der biologische Fall, den es allerdings auch gibt. Also das ist so. Aber klar, wie wir uns als ältere Menschen selber sehen, ist natürlich, hat noch einige andere Schichten. Das ja, und auch interpretiert, wie wir uns selbst interpretieren und unsere eigenen Geschichten. Ja? Und das ist ja auch relativ, wenn du sagst, mit 50 tut da jetzt alles weh, während die 80-jährigen Zuschauer, die zu Hause sind, sie denken, meine Güte, der ist 50, was will der? Ja. Ja, er also ist selber schuld, weil mein Vater ist 82 und der macht seit 40 Jahren jeden Tag beim Zähneputzen eine halbe Stunde Gymnastik, dem tut nichts weh. Und der sagt zu mir immer, mach Gymnastik, mach Gymnastik. Ja. Vielleicht sollte ich wirklich anfangen. Ein bisschen. Schaut sicher nichts, ja. Danke, für das, danke für das Kompliment. Dann werde ich gleich weiterleiten zu dir, Didak. Aus molekularbiologischer Sicht, wie definierst du da bewusst Altersforschung? Mhm. Ja, also wie gesagt, ich würde auch nochmal unterstreichen, auch als Molekularbiologe, dass um das Phänomen des Alterns zu verstehen, muss man alle möglichen Sachen in Betracht ziehen. Also auch philosophische Aspekte zum Beispiel, wie fühle ich mich mit meiner eigenen Vergänglichkeit, wie sieht es mit kulturellen Aspekten, wie sieht es mit wirtschaftlichen Aspekten aus, wie sieht es mit gesellschaftlichen Aspekten, es gibt sehr, sehr viele Sachen und ich beschäftige mich halt mit dem Unterbereich der Molekularbiologie, der natürlich auch extrem, also fundamental ist und da würde ich die Altersforschung in diesem Bereich grundsätzlich in zwei aufteilen, einmal die Grundlagenforschung, das heißt also herauszufinden, oder versuchen zu verstehen, was gibt es für Möglichkeiten, das Altern zu regulieren. Wie wird das Alter reguliert? Wie wird es gesteuert? Denn das ist ja auch nicht trivial, dass es eben molekulare Wege gibt, die tatsächlich diesen Alterungsprozess bestimmen in der Zelle. Das ist auch erst seit einigen Jahrzehnten bekannt. Also das ein bisschen herauszufinden. Das ist die Grundlagenforschung und Hand in Hand mit dieser Grundlagenforschung ist natürlich die Applikation. Das heißt also, was können wir, wenn wir schon dieses Wissen haben, was könnten wir machen, um eventuell hier einzugreifen, sodass wir vielleicht das, was uns alle beschäftigt, nämlich hauptsächlich altersassoziierte Krankheiten, dass wir da die Wahrscheinlichkeit, dass die auftreten, reduzieren. Das sind, würde ich sagen, die beiden Säulen der Altersforschung von der molekularbiologischen Seite her. Aber warum ist die Altersforschung so kompliziert? Weil es ist ja oft so, dass man sagt, okay, man kann ein Gen ausnocken, also ausschalten und hat dann einen ganz klaren Effekt, den man biochemisch dann nachweisen kann. Wieso ist es jetzt in der Altersforschung so schwer? Ist das so komplex? Sind das so viele Gene, die da mit reinspülen? Oder? Ja, also erst einmal ist es natürlich extrem komplex. Der Weg, das ist ja das Altern dieser Zelle jetzt, wenn man eine Zelle nimmt, das beschreibt ja letzten Endes das gesamte Leben dieser Zelle. Bedeutet also extrem viele komplexe, interagierende molekulare Wege, Pathways, die da eine Rolle spielen. Und zweitens ist es auch so, wenn man daran forscht, gibt es eine wichtige Sache, nämlich Altern ist halt, dauert eine lange Zeit. Wenn man also ein Alterungsexperiment macht, dann dauert es halt echt lang. Und da können sich halt auch Fehler einschleichen. Man muss aufpassen mit der Statistik. Es ist einfach ein schwieriges Gebiet. Im richtigen Leben. Ja, es ist natürlich. Also wenn man jetzt eine Maus altern lässt, natürlich, das dauert halt Jahre, drei Jahre oder so. Da ist halt eine sehr lange Zeit. Deswegen ist es wichtig, auch bei der Altersforschung zu sagen, okay, wenn ich irgendwas habe, dann sollte ich das vielleicht mit verschiedenen Modellorganismen ein ähnliches Ergebnis erhalten haben. Ich sollte vielleicht sollte dieses Ergebnis auch in verschiedenen Laboren auf der Welt bestätigt worden sein. Und man sollte eine Ahnung haben, was ist denn jetzt der Mechanismus, der Molekulare, der dahinter steckt. Also wenn man solche Filter erstellt, dann stellt man fest, dass es eben nicht so einfach ist, eine Antwort auf molekulare Fragen in der Altersforschung zu finden. Aber es ist sehr viel geschehen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, also extrem viel. Ich würde gerne jetzt einen Schritt, ich habe jetzt geschaut, es sind leider noch keine Fragen, also ich würde Sie bitten, wirklich Fragen zu stellen.
einfach in diese Chatfunktion reinzustellen, reinzuschreiben. Ich werde die natürlich sofort weiterleiten. Ich würde ganz gerne jetzt so ein bisschen die zweite Fragerunde beginnen, und zwar von der Altersforschung, Alternsforschung auf unser Hauptthema oder den zentralen Begriff, den wir da gewählt haben, Healthy Aging, also gesundes Altern. Was mich interessiert ist erstens einmal, was ist Healthy Aging, wie beforscht man Healthy Aging, wie ist überhaupt der Begriff Healthy Aging entstanden, der kommt ja nicht einfach so, und wie schaut ihr euch das an und was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Das würde mich interessieren. Ulla, beginnen wieder wir beide. Die Frage, die ich mir nach einem Video notiert habe, war, wann oder seit wann gibt es eigentlich den Begriff Healthy Aging bei uns? Den Wunsch gibt es ja schon immer, nicht? Gesund alt zu werden. Und als konkretes Schlagwort ist der Begriff so in den 50er Jahren, 60er Jahren aufgetaucht, also in der kulturwissenschaftlichen Alternsforschung ist es zumindest so belegt, und zwar in einem ganzen Begriffskonglomerat, wo auch drinnen war Positive Aging, Productive Aging, Successful Aging, und zwar deshalb, weil die Gerontologen in der Zeit, vor allem in den USA, Robert Hevighurst und dann später Rowan Kahn, die wollten diesem absolut schlimmen Defizitmodell das Altern nur mit Krankheit, Verfall, Demenz, Depression und Einsamkeit verknüpft hat in den 50er Jahren. Das war das wissenschaftliche Altersbild, ja? Auch das öffentliche Altersbild. Die wollten dem in ihren Sozialstudien auch ein bisschen was Positives einmal gegenüberstellen. Und da hat zum Beispiel Robert Hevighurst 1963 gedacht, man muss auch das Wohlbefinden der Menschen mitmessen und mit den anderen Indizes irgendwie koppeln beim Messen, weil es kann zwar sein, dass jemand krank ist, aber trotzdem, also halt vielleicht jetzt medizinisch krank ist, aber trotzdem ein Wohlbefinden hat, und es kommen andere Aspekte noch dazu, und der sagt dann eben, das erste Mal spricht der von Successful Aging eigentlich, und es gibt aber bis heute keine wirklich gültige Definition dessen, was Healthy Aging eigentlich sein soll. Was ist Healthy? Was ist Aging? Wer kann das wirklich so genau sagen? Und die WHO hat aber dann aufgrund des demografischen Wandels jetzt die Dekade des gesunden Alterns ausgerufen. Und die wiederum beziehen sich ein bisschen, glaube ich, auf diese 17 Sustainable Development Goals, wo das dritte Ziel ja das gesunde Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten soll. Ja. Und in dem Rahmen das gesunde Leben für alle Menschen jeden Alters und die Lebensumstände eben so herrichten zu können, dass das geht für alle, hat dann die WHO diesen Aktionsplan zum gesunden Altern eingeführt. Also in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, ist das von successful ein bisschen weg, weil das ja zwar ein Wettbewerbswort eigentlich ist. Wer ist da nicht successful? Jemand, der krank ist oder jemand, der Behinderung hat, oder sind das nur die, die mit den weißen Leinenklamotten auf der Yacht sitzen und Prosecco schlürfen im Ruhestand? Ich meine, nicht schlecht, ja. Das wäre mein super, das würde ich mir wünschen, ja. Aber eben die Frage dieses Healthy Aging ist dann durch die WHO jetzt, glaube ich, bei uns so gehypt und so bekannt. Vielen Dank. Ich möchte jetzt da gleich in den Chat gehen und die erste Frage stellen. Simone de Beauvoir meinte in ihrem Werk über das Alter, dass der Blick der anderen alt macht. Wie entkommt man diesem Blick? Die Frage an mich, oder? Ja, bitte. Das ist natürlich ein sehr, eigentlich ein schwieriges, schreckliches Buch, ja, aber ein sehr wichtiges Buch, also groundbreaking, würden mir Amerikanistinnen sagen. Ich glaube, man kann dem Blick nur gemeinsam entkommen und auch durch mehr Selbstvertrauen. Es gibt eben auch diese Kampagnen gegen Bodyshaming für Frauen. Und man muss immer wieder sich, glaube ich, der Tatsache bewusst sein, dass man dieses Altern auch selber gestalten kann. Und es ist schwer. Wir haben eine sehr altersfeindliche Gesellschaft. Wir werden dem Blick nicht ohne eine Bewusstseinsänderung entkommen. Der Blick ist da, natürlich, weil wir eben durch die Kultur gealtert sind. Ja? Und da hat die Simone de Beauvoir noch immer, also hätte sie noch immer recht. Es ist so, ja. Und Frauen betrifft es natürlich noch viel schlimmer als Männer. Altersfeindlichkeit ist eine Tatsache in unserem Leben. Und deshalb ist unsere Forschung, finde ich, auch recht wichtig, ja, weil wir darüber sprechen.
Ich möchte jetzt gleich auf deine Forschung dann überleiten, weil das jetzt super passt und auch zu einer weiteren Frage passt. Und zwar, wann wird man eigentlich in der Molekularbiologie als alt eingeschuft? Gibt's da jetzt ein Alter, 30, 40, 50, 60? Oder wie schaut das aus? Wann ist ein Organismus alt? Das ist sicher je nach Individuum, also so ein genaues Alter an dem Tag und in der Minute beginnst du alt zu werden, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt bestimmte Organe, Teil des Körpers, wo man weiß, dass bereits in den 20er Jahren, also mit 25, 26, beginnt schon eben anders zu werden als zuvor. Aber grundsätzlich ist es schwierig. Zellbiologisch gibt es bestimmte Vielen Dank, das war das Zeichen, dass wir jetzt eine halbe Stunde haben. Danke. es gibt bestimmte Alterskennzeichen, also die sozusagen molekularbiologisch eine alte Zelle bestimmen. Und grundsätzlich würde ich aber, um das allgemein zu beantworten, sagen, das ist einfach der zunehmende Funktionsverlust der Zelle. So würde man das alt definieren. Also es werden einfach Schäden angehäuft, zum Beispiel der Energiestoffwechsel funktioniert nicht mehr richtig, Entgiftungsmechanismen funktionieren nicht mehr richtig, Reparaturmechanismen funktionieren nicht mehr richtig. Und das führt eben dazu, dass die Zelle einfach grundsätzlich nicht mehr funktioniert. Wenn man das auf den ganzen Körper überträgt, bedeutet es eben, dass das Risiko, wie wir wissen, das Risiko für was man als altersassoziierte Krankheiten bezeichnet, zum Beispiel neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass das Risiko dafür eben stark steigt. Und, darf ich was zwischenfragen? Ja, selbstverständlich. Was mir nicht so ganz klar ist, würdet ihr dann, du sprichst von altersassoziierten Krankheiten, aber würdet ihr so weit gehen und sagen, das Altern selbst ist eigentlich eine Krankheit, die man heilen kann? Das ist eine kontroverse Frage, sicherlich auch zwischen verschiedensten Fachbereichen, weil das natürlich, ich verstehe natürlich jetzt zum Beispiel aus deinem Bereich, das wäre eine Katastrophe wahrscheinlich, wenn man sagt, Altern ist eine Krankheit. Wenn man über den Tellerrand hinausschaut des Alterns, muss man natürlich auch sagen, das wäre genauso für Infektionskrankheiten, für vererbbare Krankheiten, wäre genau dasselbe Stigma, es wäre... Also da müsste man grundsätzlich vielleicht als Gesellschaft sich mit dem Wort Krankheit ein bisschen befassen. Genau. Nicht nur in Bezug auf Altern, also das wäre mal das Erste. Man muss einfach die Vor- und Nachteile ein bisschen sich überlegen. Also ein Nachteil ist natürlich, was wir gerade besprochen haben, auch mit der Frage natürlich, dann wäre der Blick der anderen noch schlimmer, wenn man das auch noch als Krankheit bezeichnet. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man das nicht so definiert, bewegt man sich jetzt zum Beispiel im Bereich Anti-Aging in einem ein bisschen in einem legalen Vakuum. Also was ist jetzt, da gibt es halt viele Sachen, die als Anti-Aging bezeichnet werden, die wissenschaftlich nicht wirklich haltbar sind. Mhm. Das wäre sozusagen ein bisschen dadurch gelöst. Und auch wenn man zum Beispiel irgendwelche Anträge stellt oder Studien machen möchte, klinische Studien, es gibt keine Indikation für Altern. Das bedeutet, man braucht extrem viele Probanden, man muss irgendeine Krankheit sozusagen angeben als Endpunkt. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man das als Krankheit definieren würde, dann könnte man sich verschiedene Phasen des Alterns praktisch anschauen. Dann könnte man vielleicht die Effektivität beispielsweise von einem Wirkstoff besser und schneller vor allem auch herausfinden. Aber der gesunde Körper wäre dann das Baby oder was ist dann, weil Krankheit hat ja im Prinzip etwas Defizit, ist ja Defizit der Norm, was die Norm, also so ist es ja definiert auch, nicht? Und die Gesundheit ist ja dann eigentlich etwas, was ein Mensch nie erreichen kann. Also man wird geboren und wird kranker, aber dass das eigentlich nicht das Altern ist, das Problem ist, sondern dass das einfach unser Leben ist, wo wir halt altern und auch verfallen als Teil. Ja. Das ist, glaube ich, einfach eine philosophische Frage. Auch die Trennung zwischischen Altern und Krankheit ist gar nicht historisch gesehen auch nicht so klar. Also wenn man
Wenn man zurückgeht in die Antike, also für Jahrhunderte wurde das nicht getrennt. Es war erst in der Römerzeit mit Claudius Galen, also dem größten Verfasser von medizinischen Texten, der das eigentlich getrennt hat mit dieser Argumentation, also abnormal ist Krankheit, wir haben alle Altern, also muss es normal sein und deswegen trennen wir es. Das haben Gerontologen auch im 20. Jahrhundert aufgegriffen, aber es hat sich halt viel verändert seitdem. Es gibt einen Paradigmenwechsel einfach, was das angeht. Wir wissen jetzt einfach, dass es bestimmte Wege gibt, molekulare Wege, die das steuern. Und also das ist natürlich jetzt ein weiter Begriff, aber es gibt Wege, die eben steuern, dass wir irgendwann diese altersassoziierten Krankheiten, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auftreten, steuern. Und da muss man halt auch ansetzen und entsprechend auch mit der Zeit gehen und sagen, okay, jetzt haben wir seit 2 Jahrzehnten da muss man was machen. Aber auch hier, auch da muss man, finde ich, interdisziplinär arbeiten und sagen, okay, was sind die Konsequenzen? Genau. Wie lösen wir das? Aber einfach so zu lassen und zu sagen, okay, ja, Krankheit wäre schlecht, also werden wir das nicht nennen, ist auch schlecht jetzt für die Forschung. Aber was könnte man finden, ist schwierig. Aber genau die Diskussionen sind es, finde ich, die wir führen müssen. Und diese Definitionsversuche gemeinsam. Und da wird es dann spannend. Kommt dann die Multidisziplinarität vielleicht einmal zum Tragen. Gell? Sicher, ja, man muss alles betrachten. Ich unterbreche euch nur ganz ungern. Ich habe da sehr gerne zugehört, entspannt zugehört. Ich würde nur gerne, weil im Chat sind jetzt wirklich schon einige Fragen und einige sehr interessante Fragen und ich werde jetzt natürlich an euch stellen. Wenn ihr die Antworten nicht wisst, überhaupt kein Problem. Dann müssen wir einfach nachher recherchieren und das im Nachhinein beantworten. Meine Frage oder die Frage, die da gestellt wird, ist der Mensch nicht von Natur dafür gemacht, so ob 40 bis 50 zu sterben. Hast du eine Ahnung, wie schaut das evolutionär aus? Das ist ja genetisch auch determiniert, dass die Enden quasi immer kürzer werden und wenn das einmal zu kurz ist, dann geht da gar nichts mehr bei der genetischen Information. War irgendwann, oder kann man sagen, evolutionär ist irgendwann einmal ein Alter festgesetzt worden oder sind die Leute einfach gestorben, weil sie an Krankheiten gestorben sind und nicht die Form der Medizin gehabt haben, die wir in der heutigen Zeit haben? Also es gibt verschiedene Sachen, das ist jetzt eine sehr weitgehende Frage. Also als Stichwort werde ich jetzt mal den sogenannten pleiotropischen Antagonismus nennen. Das ist ein langes Wort, aber was es eigentlich besagt, ist, dass vielleicht, das ist ein Gen, was man in der Jugend vielleicht braucht, sehr stark braucht, weil man sich reproduzieren kann, stärker damit zum Beispiel und die genetische Information weitergeben kann, dieses selbe Gen oder das Genprodukt im späteren Alter vielleicht auch schädlich sein kann. Da hat die Evolution nicht darauf selektiert sozusagen. Also insofern ist da schon auch was dran. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Tatsache einfach, dass wir, ich meine, wenn man sich anschaut in den letzten 100 bis 120 Jahren, haben wir als Gesellschaft ja auch Unglaubliches geleistet. Ich meine, wir haben unsere Lebenserwartung verdoppelt. Das ist unglaublich. Nicht also medizinische Errungenschaften, aber auch gesellschaftliche Errungenschaften natürlich, die dazu beigetragen haben. Ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie eine Zahl zu definieren. Da sind wir alt geworden, da sind wir alt. Es bewegt sich halt auch mit der Zeit. Jetzt gerade haben wir aufgrund unserer Errungenschaften in verschiedenen Fachbereichen es geschafft, dass das Alter so ist, wie es jetzt ist. Und ich finde es jetzt nicht notwendig. Ich weiß nicht, wie viele alte Menschen wie wir eigentlich haben, das ist mir jetzt erst bei den Werbungen für die ganzen Impfungen bewusst geworden, weil das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage an dich oder die in die Richtung, die gehen möchte. Normalerweise für die Werbung werden ja immer junge, hübsche Frauen gefotoshoppt, verwendet. Aber jetzt für diese ganzen Impfkampagnen habe ich jetzt gesehen, es war eine 106-jährige ältere Dame, die gesagt hat, sie ist geimpft worden, eine 116 Jahre alte Frau, hat Covid-19 oder diese Pandemie
unseren Blick auf alte Menschen jetzt sowieso ein bisschen verändert? Ich glaube schon. Ich glaube in mehrere Richtungen und unter mehreren Facetten, weil Covid-19 war sowieso so eine Art Lupe, die verschiedenste soziale Probleme vergrößert hat. Sie hat einerseits mehr Altersdiskriminierung oder noch eine größere Binarität in Alt und Jung gebracht, ganz am Anfang, wo plötzlich alle 65-jährigen Best-Ager, die super healthy, active, successful und sonst was waren, vulnerabel geworden sind von einem Tag auf den nächsten und sich zu Hause verstecken mussten. Also mit 65 durfte man ja am Anfang der Pandemie nicht einmal mehr einkaufen gehen nach 9 oder so. Also das war ja, um das jetzt überspitzt zu sagen, da ist plötzlich dann, haben 65-Jährige nicht gewusst, bin ich jetzt sozusagen die Gruppe oder die. Und das ist ganz interessant gewesen, so dieses Binäre, jung oder alt. Dann ist aber auch sehr viel intergenerationelle Solidarität aufgekommen, wo man einkaufen ging für Nachbarinnen, für Eltern, für Großeltern. Und dann ist kurzzeitig einmal die Wirtschaft ins Spiel gekommen, wo die Frage war, ruinieren wir jetzt quasi unser Wirtschaftssystem für diese Alten, die sowieso bald sterben? Das war ja eine Zeit lang ganz schlimm. Und jetzt wiederum hat man schon, also wenn ich das jetzt beobachte, die Altersheime sind durchgeimpft, ich sehe jetzt sehr wenig Altersfeindlichkeit in den Medien diesbezüglich. Es ist eher so dieses Schutz. Die alten Menschen in den Heimen sind schützenswert, auch die Pflegepersonen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass einmal endlich diese Unsichtbarkeit jetzt einmal nicht mehr so schlimm ist. Sowohl der Pflegenden und auch der 24-Stunden-Betreuerinnen, aber auch der wirklich hochhaltigen Menschen, die in Heimen wohnen und die ja teilweise in Superheimen wohnen. Dieses Schreckgespenst Altersheim kann man dadurch vielleicht sogar ein bisschen verringern. Oder ein bisschen wegjagen durch diese Sicht auch, dass es sehr wohl auch ein gutes Leben in Institutionen geben kann. Aber natürlich muss es noch besser werden, ja. Ich würde da ganz gerne auf eine Frage einer Zuseherin eingehen, und zwar, was ist von der Unterscheidung zwischen dem dritten und vierten Lebensalter beziehungsweise grundsätzlich von der Kategorisierung von Menschen in Altersgruppen zu halten? Jetzt muss ich mir outen, was ist das dritte und vierte Lebensalter? Das ist eigentlich eine kulturwissenschaftliche Krücke, mit der man sich halt behilft, um zu kategorisieren. Das hat Peter Laslett eingeführt, The Third Age, und der hat erforscht oder halt sich angeschaut, wie diese vier Alter, eben die Jugend, das junge Erwachsenenalter und dann das dritte Alter ist das Alter nach der Pensionierung, wo man aber körperlich fit, gesund ist und eben den Ruhestand genießen kann. Und das ist gar nicht, es ist ja mit 65 halt bei uns jetzt, sagen wir, fängt das dritte Alter an oder halt in der Pension. Und das vierte Alter ist gar nicht chronologisch bestimmt, sondern dann, wenn die, Laslett nennt es eben Frailty, Decay und so weiter, wenn dann Gebrechlichkeit kommt und Pflegebedürftigkeit. Das kann auch mit 66 passieren, ja. Aber es ist dann das Alter, wo plötzlich aus dem Best Ager, Successful Ager, Hilfsbedürftigkeit dazukommt. Und das ist sozusagen wie das, ja, eine Art abjektale Vorstellung, also eine fürchterliche Vorstellung für viele und für uns, die ganz, ganz negativ nur mehr auf den Körper fokussiert konnotiert wird, die wirklich nur mehr diesen körperlichen Verfallsprozess und die körperliche Abhängigkeit in den Vordergrund stellt. Und das wird mit dem vierten Alter meistens beschrieben. Also es ist wirklich nur eine Kategorie. Da gibt es aber auch andere, also Laslett ist halt der bekannteste und der die Wörter hervorgebracht hat, da gibt es auch im deutschen Sprachraum ein bisschen andere Definitionen. Aber im Prinzip ist es 65 plus gesund, drittes Alter und dann ab Einsetzen der Gebrechlichkeit, wann auch immer, viertes Alter. Das ist jetzt eine sehr interessante Überleitung, auch auf die Molekularbiologie, denn da ist eine Frage, und zwar, welche drei Empfehlungen können Sie uns geben zum Thema Healthy Aging? Jetzt wissen wir natürlich, Sport ist oder Bewegung ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es vielleicht aus molekularbiologischer Sicht was man machen kann? Bewegung sicherlich, Ernährung natürlich, also was nehmen wir zu uns? In diesem Zusammenhang ist auch immer es gibt verschiedene molekulare Wege, die hier eine Rolle spielen bei der Steuerung des Alterns, wenn man so will. Ein wichtiger Prozess ist sicherlich die Autophagie, das heißt also der Selbstverdau der Zelle, bei dem... Jetzt sind wir zwar Molekularbiologen. Selbstverdau der Zelle, ja, klingt auch sehr... Klingt blutig. Ja, könntest du jetzt diese Autophagie, für die es ja auch den Nobelpreis gegeben hat, ja, ich glaube 2016, ja.
für all jene erklären, die jetzt noch nie irgendwas Molekularbiologisches gehört haben? Ja, also das ist ein Prozess des Selbstverdaus, aber man kann es auch als Recycling-Prozess bezeichnen. Es ist nämlich so, dass wenn die Zelle nicht genügend Nährstoffe bekommt, dann sucht sie sich halt in der Zelle um, was kann ich verwenden, und sie nimmt sich praktisch beschädigte Zellbestandteile oder nicht mehr verwendbare Zellbestandteile, also Zellmüll praktisch, und packt es tatsächlich in molekulare Müllsäcke, kann man, die heißen Autophagosomen, und bringt sie zum Lysosom. Das ist praktisch das ist der Magen der Zelle oder das Recycling Center jetzt in der Metapher. Und dort werden diese Bestandteile einfach verdaut. Und es werden Einzelbausteine generiert, also Aminosäuren, Fettsäuren und so weiter. Und aus denen können dann neue Bestandteile synthetisiert werden. Und der Bezug zu Altern ist jetzt, dass man dass gleichzeitig Zellbestandteile, die potenziell schädlich sein könnten, also Proteinaggregate beispielsweise oder stark reaktive Zellbestandteile, die werden halt mit entsorgt. Und dadurch hat man eine Art Entgiftung der Zelle. Das ist eigentlich die Autophagie. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist natürlich auch unsere große Frage, wie können wir jetzt diese Autophagie anschalten? Das ist dazu gehört Bewegung auch. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil durch Bewegung sagen wir dem Körper und den Zellen, wir brauchen eigentlich mehr Energie, aber während wir nicht, wenn wir beim Fußballspielen ein Brot essen, dann wäre es vielleicht, aber das macht man normalerweise nicht. Das heißt also, der Körper signalisiert, okay, wir brauchen hier Energie, Autophagie wird angeschaltet. Auch durch Restriktion der Nährstoffaufnahme, also kalorische Restriktion, Fasten, es gibt verschiedene Fastenstrategien, Danke, das heißt, wir haben nur mehr 15 Minuten. Dann versuche ich es schnell zu machen. Also das passt schon so. Aus der Zeit. Diese ganzen Sachen, es ist nur ein Satz, es ist ein ganz langer Satz. diese ganzen Sachen schalten die Autophagie an. Und das ist auch vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem, was wir im Labor machen, nämlich wir versuchen, es ist nämlich schwierig, also wenn man jetzt kalorische Restriktionen nimmt oder Fastenstrategien, ist es nicht einfach, weil Essen einfach lecker ist. Es hat auch natürlich eine soziale Komponente, man macht es gerne. Es ist schwierig, das zu halten über ein ganzes Leben lang. Und deswegen suchen wir nach Wirkstoffen, die eben diese Autophagie, diese Fastenantwort anschalten. Und also die Gruppe um Frank Madeo, zu der ich auch dazu gehöre, die hat halt vor 12 Jahren das Spermidin gefunden, das mittlerweile sicherlich eines der besten Kandidaten ist als Autophagie-Induktor. Es gibt noch andere, zum Beispiel wir haben ein anderes einen pflanzlich basierten Wirkstoff vor 2 Jahren entdeckt. Also es gibt da verschiedene, von denen es aber nur wirklich eine Handvoll gibt, wo ich sagen würde, okay, es gibt genügend präklinische Daten, also Daten in Tieren, Tiermodellen und auch schon ein paar klinische Daten, wo man sagen kann, okay, das Potenzial ist wirklich hoch. Dazu gehört sicher Spermidin, es gibt auch andere, Metformin zum Beispiel, Resveratrol, es gibt verschiedene, die da. Resveratrol haben wir ja im Wein auch, Rotwein. Wie schaut es mit Spermidin aus? Wie kann ich mir jetzt annähern, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt den Spermidin-Level heben? Ja, also wir können selber Spermidin auch herstellen. Es ist so, dass Spermidin ja nicht nur die Autophagie anschaltet, sondern sehr viele Funktionen im Körper hat, sehr wichtige Funktionen. So circa ein Drittel wird von unserer Darmflora produziert, ein Drittel produzieren wir selbst und ein Drittel, wie du auch sagst, können wir oral oder über die Nahrung aufnehmen. Da gibt es verschiedene, also stark gereifter Käse zum Beispiel, Pilze, Hülsenfrüchte, Weizenkeime, all diese Dinge haben relativ hohen Spermidingehalt. Und mittlerweile gibt es auch Extrakte, Spermidin-Extrakte, die man auch so aufnehmen kann. Also man kann sich oral sozusagen supplementieren mit der Nahrung oder auch mit anderen Mitteln. Aber jetzt ist es natürlich unmöglich zu sagen, wenn ich das jetzt esse, werde ich 1 Jahr älter oder 2 Jahre älter. Das ist
Man kann natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt hier diese Hülsenfrüchte mit dem Käse esse, dann habe ich jetzt ein halbes Jahr gewonnen. Das ist natürlich noch einmal immer alles sehr individuell. Aber man kann natürlich, dafür gibt es Studien, man kann klinische Studien machen, man kann Statistik machen und sagen, okay, es ist ja immer alles nur Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, so wie jetzt die Datenlage aussieht, es sieht so aus, wenn ich was versuchen möchte, dass das Potenzial gut ist. Natürlich, was jetzt mit jedem Einzelnen passiert, ist unmöglich vorauszusehen. Das, man kann es nur mit Statistik und klinischen Studien beantworten. Deswegen ist es auch extrem wichtig, auch im gesamten Anti-Aging-Bereich auch hier zu fordern, einfach, dass es bestimmte Dinge geben muss, bevor man sie, das ist auch ein bisschen das, was wir vorhin kurz besprochen haben, die muss es geben, damit wir das als potenziell interessant sehen können. Also verschiedene Labore müssen das gecheckt haben. Es muss eine Idee des Mechanismus geben, was ich vorhin alles gesagt habe. Das muss gefordert werden, damit man das Potenzial anerkennen darf, sozusagen. Und dann, wenn man das ansetzt, also diese Filter, dann gibt es wirklich nicht, also da gibt es diese kalorische Restriktion und manche Fastenmodelle, die Bewegung und eben eine Handvoll an Substanzen. Aber ist es nicht, wenn wir uns jetzt an diesen Substanzen festhalten und sagen, es wäre super, wenn wir jetzt irgendwas einmal haben, ich verwende zu Fleiß den Begriff Verjüngungspille nicht, das mag ich nicht, das magst du auch nicht, weil das suggeriert immer, dass wir irgendwas einmal haben, das nehmen wir und dann werden wir ewig alt, ewig gesund. Ist das nicht auch eine Gefahr jetzt, für nicht diese Forschung in der Naturwissenschaft, aber dieses Festhalten immer, dass wir irgendwann ein Zaubermittel haben, den Heiligen Gral? Wie siehst du das von deiner Seite aus? Ja, als Gefahr würde ich es vielleicht jetzt nicht so konkret formulieren. Diese Wünsche gibt es ja auch schon seit jeher, den Jungbrunnen und so weiter zu finden. Ich glaube, also was wir in der Kulturwissenschaft halt machen, ist uns so zu überlegen, wie schaut es mit Verteilungsgerechtigkeit aus? Wie schaut es jetzt aus mit einer Klimaethik? Was passiert, wenn wir jetzt alle gleich jung bleiben und konsumieren weiterhin? Weil das bleibt ja dann nicht aus. Und die Frage ist für mich auch, was ist denn das ideale Alter? Also wann wird man denn die Pille nehmen und das Altern stoppen zum Beispiel? Ja? Ich glaube einfach, dass wenn du jetzt ewig jung bleiben könntest, sagen wir, du bleibst ewig, ich weiß nicht wie alt, sagen wir 50 oder 30, ist ja wurscht, ja. Da müsste man wirklich konkret überlegen, wie ändert sich der Sinn deines Lebens dadurch und wie ändert sich deine Identität, die Frage der Erfahrungen, die Frage von Vergangenheit und Zukunft. Ich meine, das abgesehen jetzt von der Frage, wer kann sich das leisten und wer kriegt das, ja, wie schaut es da aus auf der Welt dann. Aber einfach die Sinnstiftung und den Tod als Teil des Lebens anzuerkennen und diese Vergänglichkeit auch als sinnstiftendes Moment anzuerkennen, glaube ich, da werden wir uns schon schwer tun damit, wenn wir das nicht hätten. Ich denke mal, also alle Texte und Filme, die davon ausgehen, dass Menschen ewig leben, sind Dystopien. Es gibt kaum Utopien, es gibt kaum Vorstellungen davon, wo das gut und angenehm ausgeht. Aber bin ich einverstanden. Das Problem ist auch natürlich, man muss ein bisschen aufpassen, auch grundsätzlich, wenn man auch von anderen Wissenschaftlern hört. Also es darf natürlich nicht zu Science Fiction übergehen. Das heißt, diese ganzen Bewegungen, auch kalorische Restriktion, Substanzen, das führt natürlich nicht zu ewigem Leben. Das ist natürlich irgendwas, was nichts mit dem zu tun hat, sondern das Ziel ist natürlich nur, Gesundheitsspanne zu reduzieren. Denn Tatsache ist, wir haben unsere Lebensspanne verlängert, aber die Gesundheitsspanne ist nicht im selben Ausmaß länger geworden. Das heißt also, wir verbringen eigentlich jetzt eine länger in einem Zustand mit Krankheiten als früher, als wir noch kürzer gelebt haben im Schnitt. Das heißt, darum geht es einfach. Es geht um die Gesundheitsspanne und diese Substanzen, die haben gar nicht das Ziel, jetzt ewiges Leben oder diese, sondern das Ziel ist wirklich, die Krankheiten, die wir im Alter mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen, zu eliminieren. Das wäre natürlich das Ziel oder zumindest stark zu vertagen. Das ist das Ziel. Kommen halt auch wieder eben Fragen von Disability Studies, von Illness Studies rein, wo man eben auch anerkennt, dass natürlich will jeder gesund sein, das ist ja klar, und die denken mal, die Forschung ist absolut wichtig, aber man darf die aus dem Blick nicht verlieren, die das eben nicht haben, die krank sind, die pflegebedürftig sind und so weiter, und deshalb glaube ich, braucht man eben all diese Forschungen, die komplementär zueinander sind, und wir sind halt auch dafür da zu schauen, dass die nicht aus dem Blick geraten,
die eben nicht autonom und individuell leben können. Und diese Autonomie ist ja sowieso eine Fiktion. Also es ist ja niemand wirklich autonom und auch nicht auf andere angewiesen. Aber ich würde auch nie sagen, und deshalb kommen wir ja nicht zum Streiten, ja, ich würde würd ja auch nie sagen, das darf man nicht, daran darf man nicht forschen, das ist unethisch oder so irgendwas. Ja. Also ich glaube, die Forschung braucht es ja sehr wohl, aber es braucht ein Nachdenken darüber, was es bedeutet. Was es bedeutet, das zu tun, ja, was wir tun. Ich schaue immer da auf meinen Computer, weil sehr viele Fragen da eingegangen sind und ich natürlich immer suche, was passt da dazu. Und da ist auch eine Frage, wie kann man als Gesellschaft Ageism am besten entgegenwirken und dahingehend aufklären? Ich möchte die Frage an euch beide geben. Ich würde dich vielleicht bitten, Ageism, dass du das erklärst, was man darunter versteht. Das ist ein Begriff, der von Robert Butler, einem amerikanischen Psychiater und Arzt, und so, geprägt wurde. In Analogie zu Sexismus, also Altersdiskriminierung oder eine Stigmatisierung aufgrund des Alters. Wenn man zum Beispiel sagt, jemand kann irgendwas aufgrund des Alters nicht mehr oder altersfeindliche Bemerkungen eben macht. Ja. Altersfeindlichkeit ist immer noch salonfähig, anders als Fremdenfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit kann man über alte Menschen immer noch super Witze machen. Was kann man dagegen tun? Eine amerikanische Kollegin und Aktivistin hat kleine Zettel eingesteckt, auf denen steht, du hast gerade eine altersfeindliche Bemerkung gemacht, wahrscheinlich ist es dir nicht bewusst, aber denk mal drüber nach oder so. Ja? Und da könnte man viele austeilen im Alltag. Ja? Ich glaube, man muss bewusst machen, es ist gleich wie beim Sexismus. Es geht einfach nur drüber, es geht nur über die Schiene, drüber zu sprechen und sich auch selber bewusst zu machen, dass Altersfeindlichkeit ja unserem eigenen Altersbild, unseren Vorstellungen, wie wir alt werden wollen, schadet. Also wenn wir negative Vorstellungen davon haben, wenn wir sagen, ja, der alte Sack oder die alte Schachtel, ja, das ist eine Abwertung, die uns ja selber irgendwann einmal betrifft. Wir wachsen ja hoffentlich hinein, weil die einzige Lösung, das nicht zu tun, wäre, was zu essen, was nicht nur ein halbes Jahr bringt, sondern verkürzt ja irgendwelche Pilze. Also das ist, Altersfeindlichkeit muss man wirklich, glaube ich, konkret ansprechen, ja, und darüber auch die Augen offen halten bei Werbungen. Ich habe vor kurzem beim LKH ein Auto gesehen, da ist drauf gestanden hinten, ich bremse auch für alte Weiber. Ja? Und das ist einfach nicht witzig, wenn sowas auf einem Auto steht. Und ich habe mir das Kennzeichen sogar aufgeschrieben, aber dann nichts damit gemacht, weil da fängt es dann schon an. Kann man sowas anzeigen? Also geht natürlich schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Facebook posten darf mit der Nummer drauf. Nein, soll man nicht machen. Soll man niemanden anprangern? Wie schaut es aus deiner Sicht aus? Wie kann man dem entgegenwirken? Ja, ich glaube, man muss es so entgegenwirken, dass man aufklärt. Ich meine, habe ich nicht viel dazu noch weiter zu sagen. Also das ist vielleicht eines der wichtigsten Sachen, eben, dass man sich dessen bewusst ist, dass wenn man dieses Altersbild eben runtermacht, sich natürlich auch selber und auch die eigene Familie, ich meine, man Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, das ist einfach nicht förderlich. Ja, und vor allem, es behindert darin, dass man auch die positiven Seiten des Lebens, des Altwerdens, des Alterns, des Lebens sehen kann. Nicht? Und wenn man positive Eindrücke hat oder sich auf etwas freut in der Zukunft, wenn ihr euch auf eure Enkelkinder freut, das geht nicht ohne Altern. Und ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass es immer negative Narrative sind und negative Erzählungen mit negativen Bildern. Und da muss man mal gegensteuern. Ja? Ja, ich bin spät Vater geworden. Das mit den Enkelkindern wird bei mir, ich bin mit 45 Vater geworden, das wird sich knapp ausgehen. Ah, das wird schon. Wer weiß, wie schnell die Forschung geht. Würde ich mich freuen. Vor allem, bei mir ist es wirklich so, es tut mir zwar sehr viel, sehr weh, und da ist nicht nur der Didak schuld, sondern der Grund ist einfach, weil ich faul bin und zu wenig Gymnastik mache, und das habe ich nie gemacht, aber ich sehe bei mir, dass meine Lebensqualität mit steigendem Alter auch steigt. Ja. Das ist was ich schon wahrnehme, und ich bin auch froh, dass ich sehr spät Vater geworden bin, weil ich auch jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt mit 30 Vater geworden wäre, jetzt für mich, dann wäre ich in dem ganzen Kampf als Forscher gewesen, wo man eine Gruppe aufbaut, wo man ins Ausland gehen muss. Da hätte ich mein Kind nie so genießen können, wie ich es jetzt kann, mit 50, wo ich
mir die Zeit besser einteilen kann. Also das sehe ich, schon als sehr positiv. Also ich glaube, es gibt wirklich viele Vorzüge. Wenn, es ist natürlich auch eine Erfahrungsfrage, wie, ich meine, du hast vorhin deinen Vater erwähnt, der mit 82, ich meine, ich sehe ihn ja gelegentlich mal und er sieht super fit aus. Ich meine, wenn man die Erfahrung hat, okay, man kann neue Dinge natürlich auch machen, wie zum Beispiel eben, man hat mehr Zeit, das merke ich auch an meinen Eltern zum Beispiel, können neue Projekte auch starten, zum Beispiel, man früher nicht machen konnte. Das sehe ich auch bei meinen eigenen Eltern beispielsweise. Das heißt, es gibt da schon Dinge, die man dann vielleicht auch irgendwie suchen muss und über diese, wie was ich jetzt auch von dir gelernt habe sozusagen, über also was die Werbung uns suggeriert, einfach drüber schauen muss und auch vielleicht auch die positiven Sachen dann auch finden soll. Es macht Sinn. Wie kann ich jetzt, ich bin jetzt nicht in der Kulturwissenschaft tätig, wie kann ich jetzt als Otto-Normalverbraucher was dafür tun, dass wir diesen Ageism nimmer haben? Wie kann ich jetzt ein Zeichen setzen? Was können die machen? Du könntest darauf hinweisen, wenn es dir wo auffällt oder allein, wenn du durch die Stadt gehst, einmal wahrzunehmen, wie Plakate gestaltet sind oder wie alte Menschen repräsentiert sind. Alte Frauen sieht man selten auf Bildern eigentlich. Und vielleicht, wenn jemand solche Bemerkungen macht oder Witze drüber macht oder Abfälligkeiten äußert, drüber einfach selber mal darauf hinzuweisen, dass das Ageism ist. Ich glaube auch, es ist ja bewusst eine Frage des eigenen Bewusstseins und sich dessen Bewusstsein, dass das Leben über den Lebenslauf hinweg und dass das ganze Sein ja immer neu gestaltet werden kann. Du kannst morgen mit was Neuem anfangen. Natürlich ist die Gesundheit ein wichtiger Faktor dabei, weil ohne Gesundheit ist irgendwie ja alles dann schwieriger oder vielleicht ja, mit Einschränkungen verbunden. Aber ja, ich glaube, wir müssen alle dran kurbeln, dass wir mehr positive Altersbilder haben. Also ich würde ja gar nicht sagen, nur positive Altersbilder, so ist es ja auch nicht, aber ein bisschen mehr Ausgewogenheit haben und das Alter und das uns auch darauf freuen können, was noch kommt. Das einfach bewusst, uns bewusst zu machen. Vielen Dank. Das ist leider das Zeichen, dass die Zeit vorbei ist. Aber eine letzte Frage möchte ich noch an euch beide stellen. Und zwar, wir haben jetzt von unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen gesprochen. Wenn ich jetzt 1 Million zur Verfügung hätte, 1 Million Euro, und sagen würde, ihr bekommt diese 1 Million Euro als Forschungsprojekt von mir, aber nicht jeder 1 Million, sondern ihr müsst euch diese 1 Million teilen, ihr müsst ein gemeinsames Projekt machen. Molekularbiologie, Kulturwissenschaft, für das dürft ihr die 1 Million verbrauchen, die soll aber natürlich gut angelegt werden, das soll der Gesellschaft was bringen. Wie könnte so ein Projekt ausschauen? Können wir das morgen sagen? Wir haben jetzt gerade an unserem Zentrum am Zirak einen Informatiker eingestellt, ein hochkarätiger Informatiker, und wir haben ein Projekt gemeinsam geschrieben. Also es ist alles möglich, man muss nur versuchen, aber mit 1 Million, weiß nicht, wie weit die Naturwissenschaft da hupft. Wir hupfen ja, weit, wir können bis zur Pension davon leben. Ja, also natürlich Geräte und so weiter für die Molekularbiologie sind teilweise auch der Ankauf zum Beispiel von Bibliotheken an Wirkstoffen und so weiter, das kostet alle sehr viel Geld. Das heißt vielleicht 1,5 Millionen. Zwei Millionen. Okay, lass uns bei 1 Million. Okay. Nein, also ich könnte mir vorstellen, natürlich solche Veranstaltungen sind gut. 1 Million können wir damit jetzt nicht ausgeben, aber wir haben ja viel gehört auch von der Vielschichtigkeit des Alterns. Also zum Beispiel so ein Katalog könnte man erstellen beispielsweise mit was sind denn die gesellschaftlichen und individuellen Sachen, die es gibt, um sozusagen das Ziel, was ja eigentlich sich wohlfühlen und glücklich sein im Alter ist, dass wir mit verschiedenen Ansätzen natürlich auch beide verfolgen. Ich meine, das ist ja dasselbe Ziel, dass sowas, vielleicht, ich weiß nicht, ob 1 Million, wir würden sie schon wegkriegen, die 1 Million. Da kenne ich die schon zu lange. Ich glaube schon, dass das attraktiv wäre, so eben diese Frage gemeinsam zu beleuchten, was die Vorstellungen sind, die dahinter liegen, hinter unserem Tun in der Forschung,
Und was so Ziele sein könnten, wo die Gefährdung, wo ist das Risiko in unserer Forschung, was, dass man wirklich sagt, wenn das Ziel ist, gut zu altern, gesund zu altern, wo kommen aus den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen die Fragen der Risiken, der, ja, und vielleicht, was uns interessiert, ist natürlich die Metaphern, mit denen ihr sprecht, auch ja, anzuschauen, die Sprache, die Bilder, weil erzähle und das Recyclingzentrum zum Beispiel, das gibt es ja nicht wirklich, das sind ja Erzählungen davon. Ja. Und diese Erzählungen, wie man sich das ewige, nicht das ewige Leben, aber das gesunde, lange Leben vorstellt, das interessiert mich zum Beispiel, wie man sich da verbildlicht in der Wissenschaft. Ja. Das kostet aber keine Million. Also du kannst ein paar Geräte kaufen, ich nehme 200.000. Schlecht verhandelt. Ja, das stimmt leider. Jetzt können wir zurückspulen. Aber was dann wir engagierst was. Du mich als dein Manager, ich nehme 100.000 und hole aus ihm noch mehr Geld raus. So machen wir das. Liebe Ulla, lieber Didak, vielen herzlichen Dank für die Fragen oder für das Beantworten der Fragen. Vielen Dank auch an die Zuseher und Zuseherinnen, die Fragen gestellt haben. Ich sehe, es sind noch ein paar Fragen offen. Ich werde jetzt mit euch beiden noch verhandeln, ob ihr vielleicht für meinen Instagram-Account das eine oder andere Video noch dreht, wo wir diese Fragen beantworten können. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie haben natürlich noch Zeit, das da reinzuschreiben. Wie gesagt, vielleicht kann ich das eine oder andere Video rausschinden. Ich danke auch Ihnen fürs Zusehen, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wir wissen noch nicht, wann es die nächste Veranstaltung Latest Lecture geben wird, aber ich sehe Tanja und Carmen lächeln da hinten. Das heißt, wir werden weitermachen und wir werden Sie natürlich informieren. Und ich bleibe dann eigentlich bei einem Schlusssatz, der wie heißt, auch passend zu Healthy Aging. Bis bald und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.